besonders in den letzten Tagen die Thematik wieder sehr viel aktueller geworden. Ich habe hier ein paar Zeitungsausschnitte von Artikeln, die ich in der letzten Woche geschrieben habe, um zunächst nochmal kurz ein Bild zum Karfreitagsabkommen, das eben am Karfreitag 1998, das war damals der 10. April, unterzeichnet worden ist. Sie sehen hier nach der Unterzeichnung auch Tony Blair, dann den damaligen irischen Regierungschef Bertie Ahern und Senator George Mitchell aus den USA, die das Abkommen auch unterzeichnet haben, stehen. Und nun, ja, ist in den letzten Wochen wieder einiges passiert im Zusammenhang mit Nordirland. Zunächst eben am Montag wieder mal eine Einigung zwischen London und Brüssel. Ich komme dazu nachher noch, ob ich glaube, dass die halten wird oder nicht. Vorweg, ich bin weniger optimistisch, als man das sonst in den Medien mitbekommen hat, wo es ja teilweise sehr euphorisch war, auch vor allem österreichische Medien, Presse war extrem euphorisch. Ja, ich sehe das nicht so. Wie Sie sehen, ein Artikel, den ich heute in einer deutschen Zeitung publiziert habe, immer noch zu viel EU. Ja, für die Unionisten ist es immer noch zu viel EU. Sie werden es höchstwahrscheinlich ablehnen, das Abkommen. Und gleichzeitig gab es letzte Woche auch wieder einen Anschlag in Nordirland von einer IAA-Splittergruppe mit dem Namen Neue IAA, die einen hochrangigen Polizisten angeschossen haben. Er hat überlebt, aber ist noch immer in kritischem Zustand. Ja, also Nordirland ist viel in den Medien, sehr viel in den Medien, eigentlich für die Größe dieses Landes. Nochmal zur Erinnerung, wo ist überhaupt Nordirland? Es ist dieser nordöstliche Zipfel der irischen Insel. Wie dieses Land entstanden ist, dazu komme ich nachher später. Nur vorweg eben die Größe, ich habe jetzt schon etwa die Größe von Kärnten, also ungefähr eine der Größe der mittleren Bundesländer von Österreich. Und auch die Einwohnerzahl ist derzeit 1,8 Millionen etwa, also etwas kleiner als die Einwohnerzahl von Wien. Also es ist eine sehr kleine Region, die sehr viel Konfliktpotenzial bietet, seit Jahrhunderten mittlerweile, und auch sehr viel in den Medien dadurch ist. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum beschäftige ich mich überhaupt mit diesem Thema so intensiv, warum spreche ich heute hier vor Ihnen? Also ich habe bereits, also ich habe damals 2005 in Wien begonnen, Geschichte zu studieren, habe nachher weiter in Florenz mein Doktorat gemacht und seit dem Beginn eigentlich mich für internationale Politik interessiert und wahrscheinlich auch eher wegen der Sprache bin ich beim Thema Irland und Nordirland-Konflikt geblieben. Natürlich verfolge ich und erforsche auch andere Konflikte, wie im Nahen Osten, Baskenland etc. Aber natürlich ist der Zugang zu Daten und Quellen schwieriger, weil aus sprachlichen Gründen ganz einfach. Ja, ich habe mittlerweile halt auch zu dem Thema publiziert, zu Thema Nordirland selber drei Bücher publiziert. Mein letztes und mein vorletztes eigentlich Recht, Learning Behind Bars, How I Made Prisoners Shape the Peace Process in Ireland, also Lernen hinter Gittern, wie IAA-Gefangene den Friedensprozess in Irland beeinflussen. Es basiert auf knapp 40 Interviews mit ehemaligen irisch-republikanischen, also IAA-Gefangenen. Ich habe
Also auch mit, ich gebe es gern durch, wenn Sie durchblättern wollen. Ja. Und was erwartet Sie nun in den nächsten 45 bis 50 Minuten? Was werde ich Ihnen erzählen? Ich beginne mit einem kurzen Abriss der Geschichte. Was ist überhaupt der Nordirland-Konflikt? Um was geht es da? Wie ist er entstanden? Wer sind die wichtigsten Akteure und Akteurinnen in diesem Konflikt? Da hängt nachher auch sehr stark die Begrifflichkeit, die Terminologie zusammen. Und dann natürlich die Frage, ist es ein Religionskonflikt? Es wird ja auch gesagt, auf der einen Seite sind Katholiken, auf der anderen Seite sind Protestanten. Macht es das zu einem Religionskonflikt? Und danach, etwa im zweiten Teil, nachher komme ich nachher eben kurz zum Karfreitagsabkommen von 98. Was war das? Und was ist in Nordirland seither passiert? Und dann natürlich auf die aktuellen Themen. Wie hat der Brexit Nordirland beeinflusst? Es war in den letzten Jahren ja auch durch den Brexit immer wieder Debatten, kommt es dadurch zu einer Wiedervereinigung, gleichzeitig auch Debatten bietet der Brexit und die Fragen des Brexits Potenzial, dass der bewaffnete Konflikt, also der Krieg zurückkehrt oder nicht, und zu den aktuellen Themen, wie wird das weitergehen? Wie wird das weitergehen mit diesem neuen Protokoll? Wie wird das weitergehen mit der Regierung in Nordirland, die ja seit mittlerweile einem Jahr wieder nicht tagt. Kommen wir also zum ersten Thema, dem Nordirland-Konflikt. Hier ein bisschen eine detailliertere Karte von der irischen Insel. Sie sehen hier also die Aufteilung zwischen eben der Provinz Nordirland, die Teil des Vereinigten Königreichs ist im Nordosten, und der unabhängigen Republik Irland im Süden und Westen unterteilt hier in die Grafschaften Irlands. Also Irland hat 32 Grafschaften, 6 Grafschaften davon umfassen Nordirland. Getrennt durch diese schwarze Grenze hier, seit mittlerweile in 100 Jahren, 1921. Die Grün- und Orange-Schattierungen zeigen den Prozentsatz an sich als katholisch oder protestantisch definierender Bevölkerung in den einzelnen Grafschaften. Das heißt, je grüner, desto mehr Katholiken, also die Bereiche, die sie hier also in den prächtigeren Grün sehen, da ist eben 80-100% katholischer Anteil, in die leicht schattierten mit nachher weniger, und ganz im Nordosten der Insel halt nachher eine protestantische Bevölkerungsmehrheit. Hier ist auch im Westen, ungefähr in der Mitte, Dublin, die Hauptstadt der Republik Irland, und hier ist Belfast die Hauptstadt von Nordirland. Nun ein möglichst kurzer Abriss über die Geschichte des Nordirland-Konflikts. Ich gehe aber noch weiter, also meine Jahreszahlen ein wenig zurück, denn die Ursprünge des Konflikts gehen eigentlich, teilweise wird gesagt, ins 12. Jahrhundert zurück, weil im 12. Jahrhundert, 1169, kamen erstmals normannische Krieger nach Irland. Das heißt, die anglo-normannische Landnahme, sagen manche, begann im 12. Jahrhundert. Das war aber nicht auf Dauer. Sie haben sich angesiedelt, um die ehemalige Wikinger-Siedlung
die heute, die auf dem, deren Gebiet eben heute die Hauptstadt Dublin steht. Der Einfluss wuchs und sank immer mehr. Und es kam vor allem hauptsächlich darauf an, wie die sonstige Außenpolitik der englischen Krone war. War es friedlich? Hatten sie mehr Ressourcen, um ihre Macht auf die irische Insel auszuteilen? Gab es Probleme? Dann konnte man sich nicht so sehr um Irland kümmern und verlor ein wenig den Einfluss. Dann kam der 30-jährige Krieg. Es gab viele Wirren in Kontinentaleuropa. Auch die englische Krone musste sich mehr Richtung Kontinentaleuropa zuwenden und verlor eigentlich den Einfluss auf die irische Insel fast gänzlich. Worauf man danach gesagt hat, man möchte jetzt den Einfluss gänzlich stabilisieren. Und mit dem 17. Jahrhundert begann die Periode der sogenannten Plantations. Es war der erste geplante Siedlungskolonialismus, der in der Moderne stattgefunden hat. Die englische Krone hat loyale Siedler aus den schottischen Lowlands, also aus den schottischen Niederungen in Irland angesiedelt und die einheimische katholische Bevölkerung die Ländereien weggenommen. Man wollte mit diesen schottischen Siedlern, wollte man eine loyale Schicht in Irland ansiedeln. Das hatte auch den doppelten Erfolg für die englische Krone, weil diese schottischen Siedler waren unterschiedliche presbyterianische Strömungen. Sie haben eben nicht der englischen Staatskirche sind sie angehangen. Das heißt, sie hatten ein bisschen das Potenzial, eben ein bisschen rebellisch zu sein. Und so hat man es geschafft, einerseits die Religionsfrage loszuwerden aus Großbritannien und gleichzeitig aber königstreue Personen dort anzusiedeln. Auch einige andere sind weiter, eben auch in Nordamerika, Beginn der nordamerikanischen Siedlung, fällt auch in dieselbe Zeit. Gleich hier dieser Siedlungspolitik liegt auch der Kern des heutigen Konflikts und auch der Kern eben des Religionskonflikts, weil, wie ich schon gesagt habe, die einheimische Bevölkerung war katholisch und es sind schottische königstreue Siedler in Irland angesiedelt worden. Das heißt, da wird auch, aber zu dem komme ich später noch ein bisschen detaillierter, es wird immer wieder von Protestanten, auch im Englischen wird von Protestanten gesprochen, aber genauer handelt es sich um Presbyterianer. Das betone ich auch, weil teilweise, wenn ich in österreichischen Zeitungen immer wieder von nordischen Protestanten gesprochen habe, schon ein paar böse Leserbriefe von österreichischen Protestanten bekommen, dass ich denselben Begriff verwende. Es begann dann Ende des 18. Jahrhunderts der irische Republikanismus zu entstehen im Zuge der amerikanischen und französischen Revolution. Und interessant, die Gründer des irischen Republikanismus waren wohlhabende, bürgerliche, vor allem aus dem Großraum Belfast stammende Presbyterianer. Also die Gründer des irischen Republikanismus, obwohl er heute eigentlich mit der katholischen Bevölkerung in Verbindung gesetzt wird, waren Belfaster Presbyterianer, die von den Idealen der Aufklärung der amerikanischen Revolution beeinflusst worden sind. Teilweise haben sie auch in Pennsylvania davor gelebt. Sie haben nach einem Aufstand versucht, mit Hilfe des Frankreich nach der Revolution, der ist gescheitert. Der Republikanismus blieb bestehen, hatte aber eigentlich keine Massenbasis in Irland. Das änderte sich nachher ab Mitte des 19. Jahrhunderts, weil Mitte der 1840er Jahre kam es zu einer Kartoffelfäule in Irland. Zunächst in einem Jahr und gleichzeitig war aber auch eine ultraliberale Regierung in England an der Macht. Es war die Zeit, die man auch nannte Manchester-Liberalismus. Und
Im zweiten Jahr der Hungersnot hat die damalige liberale Regierung beschlossen, dass es keine staatliche Einmischung geben darf auf die Wirtschaft, auch nicht im Zuge einer Hungersnot, und hat die Suppenküchen eingestellt in Irland, womit eigentlich die Hungersnot nachher erst so richtig Fahrt bekommen hat, ab dem zweiten Jahr, aufgrund eben des Ultraliberalismus der Londoner Regierung. Die Hungersnot dauerte 3-4 Jahre. Die Hälfte der Bevölkerung entweder starb oder wanderte aus, großteils nach Nordamerika. Und erst in den letzten 10 Jahren hat die irische Insel wieder die Bevölkerungszahlen erreicht, die sie vor der Hungersnot hatten. Und aufgrund der Politik, der englischen Politik während der Hungersnot, kam es zu einem riesigen Aufkommen der Unabhängigkeitsbewegung des Nationalismus. Das fiel zusammen auch mit nationalistischen Strömungen in Kontinentaleuropa. Also es war die Zeit, wir haben jetzt ja auch den 175. Jahrestag der Revolution in Wien, also es war das Revolutionsjahr 1848, die Ideen des Nationalismus kamen in Kontinentaleuropa auf, Jungslawentum, Jungdeutsche etc. Und auch in Irland entstand in Anlehnung daran eine nationalistische Bewegung, die für die Unabhängigkeit kämpfte. Und es entstand so etwas, wie es nennt sich Gaelic Revival oder Celtic Revival. Das heißt, man versuchte, die von den englischen Kolonialherren unterdrückte Kultur wieder zum Leben zu bringen. Man begann wieder Irisch zu sprechen, die Sprache, die verboten war, auch in den Schulen verboten war. Man begann wieder Irisch zu sprechen, man begann irische Sportarten, irische Kultur zu fördern. Die Bewegung wuchs. Es gab auch Aufstände am Land im Laufe des 19, im späten 19. Jahrhunderts. Besonders stark war die Unabhängigkeitsbewegung unter der irischen Diaspora in Nordamerika, wo teilweise der irische Republikanismus stärker war als in Irland. Interessanterweise gab es da auch sehr enge Verbindungen zu Revolutionären, vor allem aus Ungarn, die nach dem Aufstand in Ungarn 1848 nach Nordamerika geflüchtet sind. Und es gab auch finanzielle Unterstützung für die ungarischen Nationalisten in den USA durch die irische Diaspora, die viel größer war als die ungarische. Und dann Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es auch ein wichtiges Datum, nämlich 1905. In dem Jahr wurde die Partei Sinn Féin gegründet. Sinn Féin bedeutet auf Irisch wir selbst. Und es war eine Partei, die damals noch keine republikanische Partei war, sondern eine Partei, die für ein duales System zwischen Dublin und London eintrat. So wenig deshalb, weil es ist auch eine interessante Verbindung eben zu österreichischer Geschichte, denn der Gründer dieser Partei Sinn Féin war Arthur Griffiths, und er hat 2 Jahre davor ein Buch geschrieben, das sich nennt die irische die Erwachung Irlands, der österreichisch-ungarische Ausgleich, ein Vorbild für Irland. Also Sinn Féin wurde gegründet als Partei, die eigentlich eine duale Monarchie nach dem Vorbild der österreichischen Doppelmonarchie aber nach 1867 zum Ziel hatte. Erst später wurde Sinn Féin die republikanische Partei, als die man sie heute kennt. Es gab nachher große Arbeiteraufstände durch Wirtschaftskrise, durch Armut, vor allem in Dublin, vor allem um 1903 herum. Es gab eine sehr militante Frauenrechtsbewegung, die Suffragettenbewegung war sehr stark und militant in Irland. Und dann kam der Erste Weltkrieg.
Einige irische Revolutionäre wie Roger Casement versuchten Unterstützung aus Deutschland zu bekommen, um einen Aufstand während des Ersten Weltkriegs gegen Großbritannien zu organisieren. Er hat auch in deutschen Kriegsgefangenenlagern unter irischen Soldaten, die auf britischer Seite gekämpft haben, versucht, ein Bataillon aufzustellen, ist gescheitert. Aber in Irland wurde weiterhin versucht. Die Probleme oder die Schwäche, die Großbritannien hatte, aufgrund der Involvierung im Krieg am Kontinent auszunutzen. Und es wurde 1916, zu Ostern 1916, ein Aufstand organisiert. Es von einer Organisation, die sich Irish Volunteers nannte, also irische Freiwillige. Die wurde gegründet 1913 in einer Phase, die man nennt Home Rule. Also es gab in Irland die Home Rule-Bewegung. Das war im Grunde genommen, sie hatte das zum Ziel, was in Ungarn innerhalb der Habsburger Monarchie erreicht hat. Das heißt, eigene Gesetzgebung für Irland in Dublin, aber weiterhin Teil des British Empires zu bleiben. Es wurde von der britischen Regierung immer wieder versprochen. Es gab auch mehrere Gesetzgebungen, die im Unterhaus eingebracht worden sind, um zu Home Rule zu kommen. Es gab aber nie eine Mehrheit. Es haben sich dann die pro-britischen Unionisten organisiert und gesagt, wenn es zu Home Rule kommt, dann werden wir uns bewaffnet dagegen zur Wehr setzen. Das war 1912. Sie haben die Ulster Volunteers, die UVF, gegründet, deren Bataillone nachher später nach Flandern gegangen sind und dort während des Ersten Weltkriegs in Belgien an der deutschen Westfront gekämpft haben. Als Reaktion darauf entstanden die Irish Volunteers 1913. Und diese Irish Volunteers gemeinsam mit einer Gewerkschaftsmiliz, die sich Irish Citizens Army, also irische Bürgerarmee, nannte, organisierte 1916 einen Aufstand. Der wurde sofort niedergeschlagen innerhalb einer Woche. Damals wurde aber formell die irische Republik ausgerufen. Der Aufstand wurde, wie gesagt, niedergeschlagen, aber die neuen Organisatoren dieses Aufstandes wurden zu Tode verurteilt und Anfang Mai erschossen. Das führte zu einem riesigen Aufschrei und Sympathie für die Aufständischen innerhalb der irischen Bevölkerung. Und gleichzeitig wollte, weil der Erste Weltkrieg halt immer intensiver wurde, wollte in London die Ausnahme der Wehrpflicht, die für Irland galt, weil man gewusst hat, Einführung der Wehrpflicht, das bringt noch mehr Unterstützung für die Unabhängigkeitsbewegung, gab es Debatten, die Wehrpflicht als Ausnahme für Irland aufzuheben. Und es kam aufgrund dessen, es kam nach aufgrund dieser Debatten bezüglich der Wehrpflicht und der Solidarisierung der Bevölkerung mit den Aufständischen nach den Todesurteilen. Es gab im Dezember 1918 Unterhauswahlen und die Partei Sinn Féin, die davon eine Kleinstpartei war, ohne Abgeordnete, errang 80% der irischen Sitze im britischen Unterhaus. Sie haben aber abgelehnt, in London die Sitze einzunehmen, weil sie gesagt haben, es ist ein Kolonialparlament, da nehmen wir unsere Sitze nicht an, das kennen wir nicht an, wir gründen unser eigenes revolutionäres Parlament. Und das tagte das erste Mal am 23. Jänner 1921 in Dublin. Und gleichzeitig gab es einen Angriff auf zwei britische Polizisten im Westen von Irland. Und das war dann der Beginn des irischen Unabhängigkeitskriegs, der bis 1921 dauerte und eben mit der Teilung Irlands endete. Warum wurde Irland genau da geteilt, wie wir hier sehen? Das war nicht primär deshalb, weil es im Nordosten eine protestantische, pro-britische Mehrheit gab, sondern Belfast war die Industriehochburg. Es war eine der wichtigsten Industriestädte des britischen Empire. In Belfast gab es eine große Leinenindustrie und vor allem gab es die größte Werft der Welt damals. In Belfast wurde auch die Titanic gebaut. Der Rest der Insel war komplett arm.
ländlich, der Boden in Irland ist generell nicht gut für Landwirtschaft. Und Nordirland sollte eigentlich das Hinterland von Belfast sein, um die Industrie dort zu schützen und eben als Teil des britischen Empire zu behalten. Die republikanische Bewegung spaltete sich aufgrund der Frage, ob man diesem Friedensvertrag zustimmen soll oder nicht. Und es kam zu dem blutigen Bürgerkrieg 2022. Die Befürworter dieses Friedensvertrags gewannen, auch mit Unterstützung dann der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien, und Irland war geteilt. Im Norden entstand ein Staat, der extrem diskriminierend war. Also der erste damalige Regierungschef von Nordirland bezeichnet es als einen protestantischen Staat für ein protestantisches Volk. Als Nordirland geteilt worden ist, war die Aufteilung etwa 30-70, 30% Katholiken, 70% Protestanten. Die katholische Minderheit wurde systematisch unterdrückt. Sie wurde davon abgehalten, dass sie öffentlichen Wohnbau Plätze bekommen. Sie wurden von Arbeitsplätzen abgehalten, vor allem von Industriearbeitsplätzen. Da Katholiken keine der besser bezahlten Jobs bekamen, auch nicht im öffentlichen Dienst, waren Katholiken viel ärmer. Sie lebten ins Land. Und durch die Aufteilung der Wahlbezirke führte, es gab damals eine Haushaltssteuer für die Wahlen. Das heißt, jeder Haushalt hatte eine Stimme. Katholiken hatten aber nicht jede Familie einen eigenen Haushalt. Dadurch hatte auch nicht jeder Katholik eine Stimme. Das führte dann dazu, dass Derry, die zweite Stadt in Nordirland, wo es eine katholische Mehrheit gab, immer eine protestantische Mehrheit im Stadtrat gab. Aufgrund dieser Haushaltssteuer. Dagegen begann sich eine Bürgerrechtsbewegung zu organisieren nach amerikanischem Vorbild. Die wurde 1967 gegründet mit dem Titel Northern Ireland Civil Rights Association. Sie umfasste fast das ganze politische Spektrum von Kommunisten bis zu liberalen Unionisten, Gewerkschaften, Sozialdemokraten, Bürgerrechtler etc. Die organisierten zu Beginn friedliche Märsche, Sitzblockaden, wurden aber von der nordirischen Polizei, die zu 100% protestantisch war und auch sehr militarisiert war, niedergeschlagen. Das führte zu Beginn einer Gewaltspirale, zu auch Pogromen der protestantischen Bevölkerung im Juli 1969 in Belfast. Kam ein protestantischer Mob in ein katholisches Wohngebiet und brannte die Bombay Street, so hat sie geheißen, völlig nieder und vertrieben die Katholiken aus ihren Häusern. Ähnliches passierte in Derry und das war eigentlich der Beginn des bewaffneten Nordirland-Konflikts. Denn im August, aufgrund dieser Ausschreitungen, aufgrund der Vertreibung der Katholiken aus ihren Häusern, der Anzündung ihrer Häuser, wurde die britische Armee in die Provinz entsendet. Die britische Armee kam aber nicht als neutraler Schlichter, sondern stellte sich von Beginn an auf die Seite der protestantischen Mehrheit. Dagegen begann sich der katholische Teil zu organisieren und begann ihre Stadtteile bewaffnet auch zu verteidigen. Und diese Organisation, die sich da damals reorganisierte, nachdem sie davor jahrzehntelang eigentlich relativ inaktiv war, war die irische republikanische Armee, die IRA. Spätestens ab 1972 können wir eigentlich von einem Krieg nachher sprechen, nicht von einem bewaffneten Aufstand mehr. Davor, 1971, kam es zu einer großen Internierungswelle. Es wurden 3000 fast ausschließlich Männer, die auch fast ausschließlich Katholiken waren, interniert. Die Bürgerrechtsbewegung versuchte trotz des Krieges weiter politisch aktiv zu sein, friedlich politisch aktiv zu sein. Doch ein Tag
der fiel vielleicht im Begriff, das war dann der 30. Jänner 1972, als der letzte Bürgerrechtsmarsch in Derry organisiert wurde und eine Einheit von Parachutes, also britischen Fallschirmjägern, das Feuer auf die Demonstration eröffnete und 13 unbewaffnete friedliche Demonstranten erschoss. Also der Tag wurde bekannt als der Blutsonntag von Derry. Dadurch war es also das Ende der friedlichen Bürgerrechtsbewegung danach. War es ein offener Krieg, der fast 30 Jahre bis eigentlich 25 Jahre bis 1994 andauerte. 1994 kam es dann zu dem Waffenstillstand der paramilitärischen Organisationen auf beiden Seiten und eben 98 dann zum Karfreitagsabkommen. Im Jahr 2000 zur Entlassung der Gefangenen, die in den Hochsicherheitsgefängnissen im Zuge des Konflikts waren. Im Jahr A entwaffnete sich nachher unter internationaler Kontrolle 2005 und 2009 entwaffnete sich die loyalistische Ulster Voluntary Force. Ich habe jetzt immer wieder von einigen Akteuren schon gesprochen. Kurzer Abriss noch, wer eigentlich die Akteure jetzt sind. Ich sage immer, dass es drei Akteursgruppen eigentlich gibt. Auf der einen Seite die Gesellschaft, die auf Englisch oft als CNR zusammengefasst wird, also Catholics, Nationalists und Republicans. Dieser Teil der Bevölkerung bezeichnet sich oder ist mehrheitlich katholisch. Identifiziert sich mit dem Katholizismus, heißt aber jetzt nicht notwendigerweise, dass praktizierende Katholiken sind. Sie sind Nationalisten. Nationalismus in diesem Zusammenhang bedeutet, dass sie sich als Iren sehen. Die größte Partei ist die Social Democratic Labour Party. Und wenn diese Nationalisten auch für die Etablierung einer gemeinsamen Vereinigten Irischen Republik sind, dann bezeichnet man sie als Republikaner mit der bekannten Partei Sinn Féin, der bewaffneten Organisation Irische Republikanische Armee, IRA, durch andere Organisationen wie etwa die Frauenorganisation Cumann na mBan oder die republikanische Jugendorganisation na Fianna Éireann. Auf der anderen Seite steht die Gemeinschaft, die als PUL bezeichnet wird, Protestant Unionist Loyalists, sind, wie gesagt, identifizieren sich mehrheitlich als Protestanten. Unionisten bezeichnet politisch diese Volksgruppe, weil sie für die Beibehaltung der Union zwischen Nordirland und Großbritannien eintreten. Da haben wir die politischen Parteien, die Democratic Unionist Party, die heute die größte Partei ist, die Ulster Unionist Party, die historisch eigentlich die größte Partei war, aber in den letzten 20 Jahren eben verloren hat an die DUP, und dann eine radikalere Abspaltung, die Traditionalist Unionist Voice. Als Loyalisten wird auch, ähnlich wie auf der Gegenseite, die radikaleren Teile bezeichnet. Das ist auch ein sozioökonomischer Begriff, weil es vor allem auch Unionisten aus der Arbeiterklasse sind, die als Loyalisten bezeichnet werden. Und Loyalisten sind auch gewillt, mittels bewaffneter Gewalt für die Beibehaltung der Union mit Großbritannien zu kämpfen. Loyalisten daher, weil sie loyal zu Großbritannien, loyal zur britischen Krone sind. Hier die einflussreiche, reichere Partei, die Progressive Unionist Party. Und dann gibt es auch einige paramilitärische Organisationen. Die größte ist die Ulster Defence Association, UDA. Und die kleinere ist die Ulster Volunteer Force. Beide, die Ulster Volunteer Force und die Ulster Defence Association, sind beide noch aktiv. Und laut einem Bericht vom letzten Jahr der BBC haben beide gemeinsam auch immer noch 12.000 aktive Mitglieder. Und bis Ende der 80er Jahre waren diese beiden Organisationen auch nicht auf der britischen Terrorliste. Seit Ende der 80er Jahre sind sie auch terroristische Organisationen,
sind aber aktiv. Auch diese beiden Fotos, die ich hier habe links, das ist das Büro von Sinn Féin in West Belfast, in einem Wandgemälde des IAA-Gefangenen Bobby Sands, der 1981 im Hungerstreik gestorben ist. Und rechts ist das ein relativ aktuelles Foto vom letzten Jahr von Mitgliedern eben der Ulster Defence Association, der loyalistisch paramilitärischen Organisationen. Und dann gibt es natürlich als wichtige Akteure nachher auch noch die Staaten, also vor allem Großbritannien, mit der Polizei für Royal Ulster Constabulary und nun Police Service of Northern Ireland, dann die britische Armee, die zum Höhepunkt 30.000 Soldaten in Nordirland stationiert hatte und die britischen Geheimdienste. Und ein immer stärkerer Akteur ist die Republik Irland und wahrscheinlich mittlerweile kann man auch sich und sagen wir mal außenpolitische Akteure, die wichtig waren und sind USA und zunehmend auch die EU. Zur Terminologie bezüglich Nationalisten, Republikaner und Katholiken auf der einen Seite, Unionisten, Loyalisten und Protestanten, habe ich schon ein wenig gesagt. Protestanten hier auf meiner Folie auch mit einem Fragezeichen, weil es genau genommen Presbyterianer, Freikirchen, Täuferbewegungen sind, auch, was man vor allem aus Nordamerika kennt, was auch sehr beliebt ist, dass man seine eigene Kirche gründet, viele loyalistische Politiker, ein bekannter Ian Paisley, zu dem später noch kommen, der hat seine eigene Kirche gegründet. Aber im nordischen Kontext wird immer von Protestanten gesprochen. Aber es sind eben keine Anhänger der anglikanischen Kirche. Bezüglich der Begrifflichkeit jetzt überhaupt dieses Landes oder dieser Länder gibt es auch sehr viele Unterschiede. Und man sieht auch in der Begrifflichkeit, die man verwendet, eigentlich welche politische Position man einnimmt. Also eine Irland, Insel, umfasst 32 Grafschaften, wie wir hier auch sehen. Wieder rot, die Grenze zwischen Nordirland und der Republik. Die Republik umfasst 62 Grafschaften, Nordirland umfasst 6 Grafschaften. Eigentlich Republikaner oder irische Nationalisten sprechen eigentlich aber kaum von Nordirland, sondern immer von the North oder North of Ireland, aber nicht Northern Ireland. Northern Ireland wird primär eben von Unionisten und Loyalisten verwendet und wie Ihnen wahrscheinlich aufgefallen ist, ein Begriff, der auch immer wieder vorkommt, ist Ulster. Aber Ulster ist nicht Nordirland. Obwohl, wie Sie hier sehen, die loyalistischen Paramilitärs sind immer das U drinnen für Ulster. Aber Ulster ist mehr als Nordirland. Ulster ist eine der vier historischen Grafschaften von Provinzen von Irland. Also es ist um Dublin herum Leinster, im Südwesten Munster, im Westen Connacht und hier im Nordosten ist Ulster. Ulster umfasst aber 9 Grafschaften. Die 6 Grafschaften von Nordirland plus Monaghan, Cavan und Donegal. Das heißt, diese 9 Grafschaften umfassen Ulster. Also Ulster ist größer als Nordirland. Oft wird vom Konflikt in Ulster gesprochen und so. Das ist eigentlich mal früher, in den 70er Jahren, wenn man sich die Zeitungen anschaut, in deutschsprachigen Raum, sind immer von Ulster gesprochen. Das ist aber eigentlich falsch. Ulster ist nicht Nordirland. Ja, und deshalb, hier habe ich diese Grafik, ist es ein Religionskonflikt? Ich würde sagen, nein. Ich habe lang diese Geschichte des Konflikts abgehandelt, um zu zeigen, dass die Ursprünge in einem Kolonialkonflikt liegen. Die Bevölkerung, die Teil des Vereinigten Königreichs bleiben will, sehen sich aber als Protestanten. Im Englischen wird auch manchmal Cultural Protestants der Begriff verwendet. Und diejenigen, die eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland wollen, sind mehrheitlich Katholiken.
auch im Englischen wird immer wieder von Cultural Catholics gesprochen, aber wie gesagt, die Themen, die Forderungen und die Gründe sind nicht religiöser Natur, sondern sozialer und postkolonialer Natur. Deshalb glaube ich, sollte man, obwohl die beiden antagonistischen Bevölkerungsgruppen, die sich gegenüberstehen, Protestanten und Katholiken sind, eigentlich nicht, glaube ich, von einem Religionskonflikt sprechen. Das sieht man auch, wenn ich in ein paar Minuten eben zu den Trennlinien bezüglich der Frage des Brexit-Befreiungsfähig der EU komme, sind dieselben Trennlinien zwischen, eigentlich kann man sagen, zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen, aber wie gesagt, dahinterliegende Fragen sind keine religiösen Fragen. So, kommen wir kurz zum Ende, eben des bewaffneten Konflikts, denn wie ich ja kurz schon angesprochen habe, wie wir ja aus den Medien berichten, der Konflikt ist noch nicht beendet, aber er wird weniger, sagen wir so, weniger bewaffnet ausgetragen als in den Jahren 1968 bis 1998, wo man, wie schon gesagt hat, von Krieg sprechen konnte. Dieser Krieg ist da zu Ende, aber ich rede immer wieder von der Spaltung der Bevölkerung, die sich halt durch alles durchzieht. Die zieht sich durch alles durch, die Fragen der Identität und der Begrifflichkeit. Und sie zieht sich auch so weit durch, dass man für dieses Abkommen, hier ist eben die Titelseite des Originaldokuments von allen unterzeichneten, also es wurde von eben als den Regierungschef der Staaten, die es, wie ich sage auf Deutsch, auf Englisch, facilitated, also unterstützt haben und den Parteien dort eben so unterzeichnet. Also man sieht, kennt vielleicht auch ein paar, ihr seht, erkennt die Unterschrift von Tony Blair, Martin McGuinness von Sinn Féin sieht man hier, Jerry Adams sieht man auch hier die Unterschrift. Und selbst für dieses Abkommen schafft man es eigentlich nicht, kann man sagen, einen von beiden Bevölkerungsgruppen gleichmäßig unterstützten Namen zu finden. Katholiken sprechen von Good Friday Agreement und Protestanten und Unionisten sprechen von Belfast Agreement. Also auch wenn man sich, wenn man Belfast Telegraph, die größte unionistische Zeitung, durchliest, da steht Belfast Agreement, wenn man Irish News durchliest, die größte katholische Zeitung, steht Good Friday Agreement. Also nicht einmal da gibt es einen Konsens, wie man es bezeichnet. Es gab Anfang Mai, wurde es nach den zwei Referenden, wurde abgestimmt über das Karfreitagsabkommen in der Republik Irland. Das sieht man hier nicht, fast 95% Zustimmung. Und in Nordirland war die Zustimmung über 70%. Interessant aber, das ist vielleicht auch wichtig, um die aktuellen Nachrichtenberichte ein wenig zu verstehen, ist, die heute größte unionistische Partei und bis zu den letzten Wahlen die größte Partei Nordirlands, die Democratic Unionist Party, hat damals 1998 dazu aufgerufen, das Abkommen nicht zu unterstützen und nein zu stimmen. Mit dem Karfreitagsabkommen wurde ein Regionalparlament in Stormont, also in Stormont, das ist ein Schloss auf einem Hügel außerhalb von Ostbelfast etabliert, ähnlich wie auch in Schottland, ja, Holyrood, das Parlament, was ja auch immer wichtiger wird, ist in der Frage schottischer Unabhängigkeit etabliert. Es wurde aber auch etwas etabliert, es wurde, das politische System, was dahinter liegt, nennt sich auf Englisch Consocialism. Es ist ein ähnliches politisches System, wie wir es auch in Bosnien und Libanon kennen. Das heißt, alle wahlwerbenden Parteien mussten sich von nun an deklarieren, ob sie Nationalisten, Unionisten oder was anderes sind. Und es wurde aufgeteilt, dass die Regierung aus der größten Partei
Also der Regierungschef stellt die größte Partei, was immer das ist. Damals dachte man, es wird immer die Minister sein. Und die größte Partei der anderen Seite muss in diese Koalitionsregierung reinkommen. Die Regierungschefs nannten sich First Minister, also erste Minister und Deputy, stellvertretende erste Minister. Also man sieht, das ist ein ähnliches System wie in Bosnien und Libanon. Libanon, wo die Aufteilung ist, der Parlamentspräsident ist Schiit, der Präsident ist Christ und so weiter. Warum ich das erwähne, ist, das war die Phase, die große Phase der Friedensabkommen. Ende der Geschichte nach 1989. Bill Clinton reiste durch die ganze Welt und wollte Friedensabkommen unterzeichnen, daten, bezüglich der Balkanregion und in das Karfreitagsabkommen. Und heute, 25 Jahre, wenn ich die Jahreszahl habe, später muss man leider erkennen, dass wenn man sich die drei Länder auch anschaut, politisch, die Kriege dort zwar beendet, aber politisch funktionieren alle drei Länder eigentlich sehr wenig. Ein Problem ist, was ich immer wieder institutioneller Sektierung bezeichnet wird. Es ist interkonfessionelle Politik dadurch gar nicht möglich, weil jede Partei muss versuchen, dass sie die Stärkste für ihre Wählerschaft wird. Sie können keine interkonfessionelle Politik machen, die Partei in Nordirland. Und das ist das grundlegende Problem, warum eigentlich Stormont nie funktioniert hat. Es tagt seit einem Jahr nicht mehr und es hat in den letzten 25 Jahren, wo seitdem es etabliert wurde, fast die Hälfte der Zeit wurde es boykottiert und wurde Nordirland wieder aus London regiert. Das heißt, das Ziel der Machtteilung funktioniert nicht ganz. Was aber sicherlich ein wichtiger Schritt war, war das Ende der offiziellen von staatlicher Seite ausgeführten Diskriminierung der katholischen Bevölkerung. Die ist zu Ende. Aber die Bevölkerung ist zutiefst gespalten. Und ich habe hier auch zwei Bilder von sogenannten Peace Walls, wie man sieht, wie man sagt, Friedensmauern, die Bevölkerung teilen. Das ist jetzt das sind beides Fotos aus Belfast, die katholische und protestantische Stadtviertel voneinander trennen. Und seit 1994, seit den Waffenstillständen der paramilitärischen Organisationen, sind die Mauern quantitativ auch mehr geworden. Es gibt heute in ganz Nordirland etwa 80 derartiger Mauern, die Stadtviertel heilen. Wirtschaftlich, ich habe auch ein Foto dazu, die beiden Werftkräne, der Harland & Wolff Werft, die der zweit- und drittgrößte Werftkran der Welt waren. Dort wurde der Titanic gebaut. Aber 1921, als Nordirland entstand, als Irland geteilt wurde, war es eine der reichsten Regionen des British Empire. Heute ist es die ärmste des Vereinigten Königreichs. Es gibt eine enorm hohe Selbstmordrate. Es sind in den letzten 25 Jahren mehr Personen durch Suizid gestorben als davor in den 30 Jahren während des Nordirland-Konflikts. Es sind ungefähr 3.800 Menschen während des Kriegs gestorben und mittlerweile sind über 4.500 an Suizid gestorben in den letzten 25 Jahren. Es gibt keine Industrie mehr. Heute gab es die Nachricht, dass das erste Schiff seit 2003 in der ehemals größten Werft der Welt fertig gebaut worden ist. Es gibt keine Schwerindustrie, es ist kaum privaten Sektor. Das Land existiert durch Förderungen aus London, teilweise auch aus Brüssel und Dublin, die aber logischerweise vom Brexit auch viel weniger geworden ist. Jugendliche haben kaum Perspektive und die Gesellschaft ist extrem gespalten. Um nur ein Beispiel zu nennen, 2% aller Schulkinder in Nordirland gehen in gemischte Schulen. 98% gehen als Katholiken entweder in eine katholische Schule oder als Protestanten in eine protestantische Schule. Es gibt also die spaltende Bevölkerung, die also von Kindesalter an fortgesetzt. Und
Der Friede ist recht fragil. Und das liegt vor allem daran, das Karfreitagsabkommen ist sehr viel verkauft worden mit Versprechen aus Amerika. Bill Clinton hat gesagt, da kommt da amerikanische Firmen, die investieren. Dann kam George Bush, und dann kamen die Anschläge vom 11. September. George Bush hat sich anderen Prioritäten zugewendet, hat Kriege im Mittleren Osten geführt und sich nicht mehr für Nordirland interessiert. Nach Nordirland kam kein Geld aus den USA. Sobald das Abkommen unterzeichnet war, waren die schönen Versprechen für Subventionen weg. Die Industriearbeitsplätze gingen verloren und die Industriearbeitsplätze, die es davor gegeben hat, die waren, wie schon gesagt, in der Hand von protestantischen Arbeitern. Das heißt, diese protestantischen Arbeiter haben jetzt ihre Jobs verloren und plötzlich arbeitslos. Und sie fühlen sich dadurch sehr stark als Verlierer des Friedensprozesses, weil sie sehen, formell haben die Katholiken dieselbe Rechte wie wir, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, was nicht stimmt. Es gibt einfach keine Arbeitsplätze. Die Wirtschaftskrise 2008 hat Nordirland sehr stark getroffen. Und gleichzeitig, was ich vergessen habe, werden die Katholiken immer mehr. Also dieses 30-70 ist heute nicht mehr der Punkt. Und der erste, wenn man so will, Aufschrei der Loyalisten kam im Dezember 2012. Da hat der Gemeinderat in Belfast beschlossen, dass der Union Jack nicht mehr jeden Tag gehisst wird am Rathaus, sondern nur noch an sogenannten Designated Days, so wie es auch überall anders im Vereinigten Königreich der Fall ist. Und diese 16 Designated Days, das sind der Geburtstag des Königs, der Todestag der Queen und derartige nationale Feiertage. So ist das in ganz Großbritannien. Aber in Belfast war es bis Dezember 2012 so, dass der Union Jack immer über dem Rathaus geweht ist. Und die loyalistische Bevölkerung hat einen großen Applaus, einen großen Angriff auf ihre politische Linie gesehen. Man sieht hier Banner wie Defend Our Flags, Bash, Stormont, also British and Proud, Action Shorts. Hier verbrennen sie eine irische Fahne. Hier auf dem steht, 365 Tage soll die Flagge wehen oder wir werden 365 Tage im Jahr protestieren. Das war der erste große und auch teilweise in gewaltsamen Ausschreitungen umgeschlagene Proteste. Und dann kam der Brexit auch noch dazu, 2016. Und Nordirland hat mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt, wie man hier an dieser Karte sieht. 56% haben für den Verbleib in Großbritannien gestimmt. Ähnlich in Schottland, in der EU gestimmt. Ähnlich in Schottland, wo auch die Mehrheit für den Verbleib in der EU gestimmt hat. Und es begann eine Dynamik sich zu entwickeln, wo auch liberale Unionisten bereit waren zu sagen, okay, wenn Nordirland sich mit der Republik wieder vereint, dann besteht die Möglichkeit, dass wir in die EU zurückkommen. Weil für liberale und gemäßigte Unionisten der Verbleib in der EU wichtiger war als der Verbleib im Vereinigten Königreich. Und dafür haben die EU zu verlassen. Und Sinn Féin hat sich nun das Ziel gesetzt, Nordirland zurück in die EU zu bringen durch eine Wiedervereinigung. Ähnlich wie die schottischen Nationalisten, von der vor kurzem zurückgetretene Nicola Sturgeon, ja auch versprechen, wenn wir unabhängig werden, dann kommen wir zurück in die EU. Natürlich ist das nicht ganz so einfach, wie man an Katalonien und Spanien sieht, aber damit gewinnen sie die Stimmen. Und das bot Angst für weitere Angst für die loyalistische Bevölkerung. Die Republikaner, die bringen uns jetzt zurück, die brechen uns jetzt. Und dann kam dieses berühmte Nordirland-Protokoll, diese Einigung, die versprochen worden ist, Nordirland, dieses Sonder. Klausel des Brexit-Vertrags, womit Nordirland Teil des europäischen Binnenmarktes blieb, aber die EU verließ. Dadurch waren hier in der Irischen See mit den roten Punkten markiert
aber waren Kontrollen notwendig, weil diese Waren, die nach Nordirland ja eingeführt wurden, auch dann ja weiter in das EU-Mitgliedstaat Irland und dann weiter nach Kontinentaleuropa geführt werden können. Das führte zu enormer Aufregung unter der loyalistischen Bevölkerung. Enormen Druck auf die DUP wurde ausgeübt, es kam zu Ausschreitungen. Die Unionisten wollten keine Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien. Sie wollten keine Sonderbehandlung Nordirlands. Sie sprachen von einer wirtschaftlichen Wiedervereinigung Irland. Gegen ihren Willen würde die EU Nordirland aus dem Vereinigten Königreich reißen. Und das ist jetzt der Grund dieser unendlich fortgesetzten Gespräche und Diskussionen zwischen Brüssel und London. Und sehr stark ist hier eben die Frage der Identität. Nordirland, und das bringt mich zurück ins 17. Jahrhundert, wir haben sehr stark unter nordirischen Unionisten und Loyalisten diese Siedlermentalität, diese Kolonialmentalität, ähnlich wie man das von anderen ehemaligen Kolonien des British Empire kennt, wo diese Identifizierung mit dem Mutterland viel stärker ist als die Identifizierung im Mutterland selber. Es hängen überall in den unionistischen Stadtvierteln an jedem Haus hängt der Union Jack. Es ist die große Angst, Verlustangst, politische, wirtschaftliche und kulturelle Verlustangst. Ich habe hier ein paar Bilder, hier ein Wandgemälde, auch noch der loyalistischen Paramilitärs. Wir sind prepared for peace, bereit für den Frieden, aber auch bereit, ready for war, auch immer noch bereit für den Krieg. Und hier ein paar Banner von den Protesten gegen das Nordirland-Protokoll. Sandy Road, das ist eine loyalistische Arbeiter gegen den Südbelfast. Sandy Road sagt Nein zu der irischen Seegrenze. Hier ein Protest von Unionisten im Segment. Covid war das. Dann alle brach die Masken. Europa, Großbritannien, USA, Irland steht oben und darunter man kann nur sich für eines davon entscheiden. Also Europa, Großbritannien, USA und Irland. Man kann sich für eines entscheiden. Und wir haben hier den britischen Regierungschef Boris Johnson. Und so weiter. Das führte dann auch immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen. Dieses Bild an einem der Interface, also der Mauer in Belfast, im April 2021, wo Jugendliche aus dem unionistischen Stadtteil, das katholische Stadtteil, angegriffen haben. Das heißt, das Gewaltpotenzial ist immer noch sehr hoch. Und nun abschließend, wie geht es weiter? Das Nordirland-Protokoll ist jetzt Geschichte. Nach monatelangen Verhandlungen, wochenlangen Hinauszögern gab es am Montag jetzt diese Einigung. Man nennt es nun nicht mehr Nordirland-Protokoll, der Name ist negativ behaftet. EU und Großbritannien nennen es nun Windsor-Rahmenprogramm. Das Rishi Sunak und Ursula von der Leyen am Montag unterzeichnet haben. Was wird nun passieren? Was steht da drinnen? Kurz, im Grunde genommen diese Vereinfachung der Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und Nordirland. Das heißt, Waren, die von Großbritannien nach Nordirland eingeführt werden, kommen können auf, sie nennen es grüne Linie, auf einer grünen Linie nach Nordirland eingeführt werden und es gibt keine Kontrollen mehr. Und es gibt nur mehr Kontrollen für Waren, die von Großbritannien nach Nordirland weiter in die Republik Irland und dann möglicherweise auf den Kontinent eingeführt werden. Das ist eine enorme Vereinfachung. Nordirland bleibt dennoch weiterhin im europäischen Binnenmarkt. Aber was ein wenig für manche starken Brexiteers ein Problem ist, in Rechtsstreitigkeiten ist
der Gerichtshof der EU weiterhin für Nordirland zuständig. Aber das versucht Rishi Sunak damit abzuschwächen und Unterstützung bei den Brexit-Hardlinern zu gewinnen, indem er das sogenannte Stormont-Veto eingeführt hat. Es wurde anfangs derart verkauft, als könnte für jegliche weitere Abänderungen und Verhandlungen zwischen Brüssel und London Stormont ein Veto einlegen. Ganz so ist das nicht. Das Regionalparlament in Stormont kann nur ein Veto einlegen, wenn die britische Regierung es ihnen erlaubt, dass sie überhaupt darüber diskutieren. Das heißt, so wie es am Anfang verkauft worden ist, dass Stormont ein Veto einlegen kann, das stimmt jetzt nicht. Und der Punkt ist, was macht die DUP jetzt? Und die Brexit-Hardliner in der konservativen Partei, die Tories, viele haben gesagt, sie machen das, was die DUP machen wird. Und die DUP, ich habe hier, das ist ein Foto von heute, von der Debatte im Unterhaus, das ist Danny Wilson, der Sprecher der DUP im britischen Unterhaus. Und er hat heute bereits angekündigt, dass er dem nicht zustimmen wird können. Das heißt, es wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, wird die DUP, die aber gesagt hat, sie lassen jetzt monatelang Zeit. Warum lassen sie sich monatelang Zeit? Weil im Mai Wahlen sind. Vor Mai wird die DUP keine Entscheidung öffentlich kundtun. Und je nachdem, wie die Wahlen ausgehen, wird sie höchstwahrscheinlich das Abkommen auch wieder ablehnen. Ja, und da sind wir wieder beim Anfang. Dann gibt's, ja, schauen wir mal, was dann passiert. Warum lehnt die DUP aber dieses Abkommen ab? Obwohl es so weitgehend ist. Das ist wirklich weitgehend. Es geht viel weiter, als ich mir sogar das erwartet hätte. Die EU ist London sehr weit entgegengekommen. Der Grund, warum die DUP es ablehnt, ist nicht, weil die DUP die EU und das Verhältnis der EU so wichtig ist, sondern weil die DUP in den letzten Jahren ihre Macht verloren hat. Sinn Féin ist seit Mai die stärkste Partei Nordirlands, die stimmenstärkste Partei Nordirlands. Und im September kamen auch die Ergebnisse, also in Großbritannien, das ist ja ähnlich wie in den USA, da gibt es keine Meldepflicht, das heißt, niemand weiß genau, wer wo wohnt. Man muss sich davor immer ins Wählerregister eintragen vor Wahlen, damit man wählen kann, weil es ja keine Meldepflicht gibt. Aber alle 10 Jahre gibt es eine Volkszählung. Und für die Volkszählung 2021 kam, was jeder schon vermutet hatte, aber die Bestätigung, es gibt in Nordirland keine protestantische Mehrheit mehr. Und das ist 100 Jahre, nachdem dieser Staat, wie es damals genannt wurde, ein protestantischer Staat für ein protestantisches Volk, natürlich ein schwerer Schlag für die Protestanten. Sie haben von der Wahlurne ihren ersten Platz verloren und sie haben in der Volkszählung ihre Mehrheit. Es gibt mittlerweile mehr Katholiken als Protestanten und das wird sie noch weiter durchziehen. Das heißt, für die DUP geht es darum, ihre Macht zu behalten. Und weil Sinn Féin im Mai die Wahlen gewonnen hat, steht Sinn Féin, der Spitzenkandidat Michelle O'Neill, auch zu, dass sie Regierungschefin wird. Und das ist der Grund, warum die DUP im Grunde genommen das Nordirland-Protokoll und jetzt auch das Abkommen mit der EU als Argument vorschiebt, um die Regierungsarbeit in Belfast zu boykottieren, damit Nordirland nicht einen katholischen oder eine katholische Regierungschefin bekommt. Daher auch diese ganze Euphorie, auch im ORF, in der Presse, im Standard, dass es ein Abkommen da ist und dass jetzt da wieder die Regierung und die Parlamentsarbeit in Belfast beginnt, muss ich leider sagen, zeigt von einem Unverständnis für die Situation in Nordirland und für die Gründe, warum die DUP eigentlich das Ganze boykottiert. Und deshalb, als der Seth No war, ein bekanntes Plakat der DUP aus den 80er Jahren und die DUP sagt immer noch zu jeglichen Abkommen nein, sie blockiert immer noch. Und abschließend, als der Seth No damals geprägt hat, Ian Paisley, der war auch sonst bekannt für markante Sprüche und ist auch bekannt worden für seinen Geistesblitz, dass er am 11. Oktober 1988 im EU-Parlament Papst Johannes Paul als den Antichristen bezeichnet hat.
auf diesem Schild zu sehen ist. So viel von meiner Seite nach dieser hoffentlich interessanten Stunde.